Hallo zusammen. Heute wird hoffentlich der Beweis angetreten, dass auch in der englischen Championship richtig guter Fußball gezeigt wird. Und in diesem Sinne begrüßen Sie Wolf Fuß und Frank Buschmann zu dieser Partie. Heute also Brentford gegen Rotherham United. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Muschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Enjoy the game. Das Spiel beginnt. Fairer Einsatz hier. Abgefangen, gut gemacht. Wird das eine Torchance? Flanke kommt, wird das eine Chance? Und jetzt per Kopf. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Überlegt gemacht. Das war vielleicht sogar noch besser, als einfach hart drauf zu schießen. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Tolle Flanke von rechts. Das muss er erstmal so hinkriegen. Ja, der Treffer gehört zur Hälfte dem Vorlagengeber. Keine Frage. Was für eine Aktion. Da hat wirklich alles gepasst. Ein super Kopfball, aber auch eine klasse Flanke. Nur 5 Minuten hat es gebraucht. Da ist hier das 1:0 gefallen. Gutes Tackling. Jetzt ist die Kugel weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gute Flanke. Wie bitter. Der Ball geht ins eigene Tor. Da trifft er ins falsche Tor. Was für ein Pech. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Eigentore sind immer ein bisschen kurios, dieses hier auch. Jota. Lasse Wiebe. Jetzt wird's gefährlich. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust.
Da holt er den Ball zurück. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Jetzt müssen sie aufpassen. Der Ball ist weg, gibt's jetzt einen Gegenangriff. Jota. Den Ball spielt er raus. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Da zieht er ab. Tor, der Ball ist drin. Der Torhüter kam nicht mehr entscheidend ran. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Hier ist noch alles drin. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Wird's jetzt gefährlich? Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Lasse Wiebe. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt kann er die Flanke bringen. Jetzt schießt er. Eine starke Parade. Er vergibt die Chance. Damit hätten sie ausgeglichen. Er war in Gedanken schon beim Jubeln. Also so scheint es zumindest. Da trennt er ihn fair vom Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Das könnte die Chance werden. Jetzt ist er auf und davon macht. Und jetzt ein Schuss. Pfostenschuss. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Klasse dazwischen gegangen. Klasse Technik. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Defensiv machen sie es gut. Colin.
Jetzt haben sie den Ball verloren. Abwehr hat aufgepasst. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Er versucht's. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Wird das eine Torchance? Fairer Einsatz hier. Gut in den Lauf gespielt. Und er schießt. Da hätte er den Ausgleich machen müssen. Vielleicht zu viel nachgedacht in dieser Szene. Er verfehlt. Das war leider nichts. Die Gelegenheit lassen sie aus. Die Flanke war richtig gut. Leider die Ballabnahme nicht so wirklich. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Jutta. Da passt er auf. Das könnte gefährlich werden. Flanke war ein bisschen schlampig, deshalb kein Problem für die Verteidigung. Jutta. Da kann er ihn stoppen. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Er hat heute Probleme, sich in Szene zu setzen. Sehen wir ja auch eingeblendet. Da kommt viel zu wenig. Auch deshalb liegen sie hier zurück. Er köpft den Ball. Und den Ball hält der Torhüter fest. Wird das jetzt gefährlich? Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Sein Tor im ersten Durchgang reicht Ihnen bisher nicht, liegt aber nicht an seiner Leistung. Da muss von den Mitspielern mehr kommen.